Gestern Nacht hat es geregnet anscheinend und sie hat gedacht, unser Haus wird weggespült und sie wollte unsere Sachen schon ins Auto packen und losfahren. Aber dann, sobald man aufsteht, ist es zwar überall nass, aber es regnet nicht mehr. Unser Auto, den wir übrigens Diego getauft haben oder Nacho Grande, wie auch immer ihr den nennen wollt, er ist ein Auto. Und das Auto sieht so aus. Nach einer kurzen Fahrt, die war echt gar nicht so lange, also auch wenn es, ich glaube, 3 Stunden waren oder so, sind wir jetzt in Tamarindo angekommen und das erste, was wir machen, ist gehen erstmal zum Strand. Anders als alle anderen Orte in Costa Rica ist Tamarindo jetzt wieder sehr, 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 sehr touristisch und heiß, sehr heiß, sehr, sehr heiß. Aber es ist gut, wenn man schwimmen gehen möchte, schlecht, wenn man spazieren gehen möchte. So sieht's hier aus. Also man kann auf jeden Fall ins Wasser gehen. So, heute haben wir nichts geplant, außer hier hinzulaufen, später was zu essen und ins Wasser zu springen. Unser Hotel ist jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten Fußweg von hier. Der Wind, der ist sehr angenehm, aber es ist schon eine komplett andere Hitze jetzt und nochmal 5 Grad wärmer. So heiß. Und wieder mal sind wir nicht in einem Park, haben keinen Eintritt gezahlt oder sonst was und sehen hier Krokodile. Also, jetzt sind wir in unserem Zimmer und so sieht das Zimmer aus. Wir haben 2 riesengroße Betten, aber wir haben halt nichts Kleineres gefunden. Also falls irgendjemand zur Zeit zurück in die Vergangenheit reisen möchte, weil das Video ja viel später kommt und mit uns in einem Zimmer pennen möchte, ja, wir können uns den Preis teilen. Wir kommen jetzt erstmal an, chillen jetzt hier für eine Sekunde und dann schauen wir, ob wir irgendwo was essen können. Mal sehen, was wir machen. Wir haben hier eine coole Area. Eine echt krumme Tischtennisplatte, wir haben einen Billardtisch und einen kleinen Pool. Also in Costa Rica gibt es sowas, das nennt man Soda. Und das sind so kleine Imbisse, wo du eigentlich hingehst und dann diese typischen kostarikanischen Gerichte isst. Und das Ding ist natürlich, in so einem Touri-Ort wie Tamarindo kann sich so ein Imbiss-Dingen wahrscheinlich nicht halten. Aber wir haben eins gefunden, beziehungsweise die Lona hat eins gefunden. Und da laufen wir jetzt hin und schauen mal, was es da gibt. Essen uns da satt. Casado con pollo? Pollo in salsa o a la plancha? Salsa. Also, wir haben uns jetzt traditionelles Casado geholt, was auch verheiratet heißt. Und wir genießen das Essen jetzt. Bevor es kalt wird und von den Fliegen zerfressen wird. Guten. Und dahin vom Reis bin ich immer noch. Also, wir haben jetzt gegessen. Es war lecker, aber ich werde in Costa Rica gefühlt 30 Mal Reis essen und danach für 3 Jahre nie wieder, weil ich nicht so ein Reisfan bin. Aber ich nehme gerne die kostarikanischen Gerichte mit. Ilona kauft doch ein bisschen Obst, damit wir immer irgendwas essen können. Immer was zum Snacken. Ja, das war es eigentlich schon aus Tamarindo, weil wir die nächsten 2 Tage einfach nur entspannt haben und ich habe wenig gefilmt. Wir haben uns abends ein Nachtmarket angeguckt, wir haben versucht zu surfen, was nicht funktioniert hat, wir haben die Wellen genossen und wir haben einfach mal 2 Tage abgeschaltet.